Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. In der letzten Folge sind wir hier in diese komischen Höhlen gegangen, haben so eine komischen Pflanzen kaputt gehauen und die Überreste von Leuwarden gefunden, von Leuwardens Kompagnon. Und nun... Warte mal, ich will mal kurz was probieren, ich werde mal kurz bis nachts meditieren, das reimt sich sogar... So, was? Mutagener Trank gewährt ein Bronzetalent. Katze, jawohl. Ha! Wie viel können wir davon machen? Ich hab keine Ahnung. So. Zack, Junge. Alles klar. Wir wollen eh bis Dämmerung. Ne, wir machen mal bis nachts. Ich will nämlich mal gucken, wenn jetzt die Ertrunkenen da rauskommen, ob wir denen auf die Fresse geben können. Und ob wir dann die Gehirne von denen bekommen. Kommt schon. Wo seid ihr? Na, warum? Na toll, hier ist überhaupt gar nichts. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Na toll. Ja, dann schlaf doch, Junge. Mal gucken, vielleicht gibt es hier welche. Aber hier kommen die, glaube ich, gar nicht ans Ufer, oder? Die Mühle. Hier ist der Mühleneingang, hier ist das Müllertor. Oh, warte mal, Nadir? Ertrunkener? Wer ist denn Nadir? Was bist du? Ach so. Mal schauen, bist du einer, der flink ist oder nicht? Ach so, ich bin gerade hier auch voll im... Berserker-Modus. Wir machen mal das hier. Da kannst du nämlich gar nichts mehr machen, du stinkende Kackvieh. So. Jetzt schnetzen wir mal alle hier ein bisschen Schaden rein. Alter, ich schwöre, der legt voll los, der Geralt. Der kennt nichts, ey. Der kennt echt gar nichts, der Junge. Schnauze. Warte mal. Jetzt haben wir noch einen. Dich hauen wir so mal eben kaputt. Ich sollte aber... Warte mal. Bam, hier in die Fresse. Und zack. So. Oh, ich muss aus dem Wasser raus. Komm her. Whee. Gib nochmal ein bisschen auf die Fresse. Du kannst sowieso nicht von mir abhauen. Du wirst sowieso sterben. Das ist dir nur noch nicht klar. Ach, nicht im Wasser, Mann. Ihr seid doch scheiße. Echt jetzt. So. Was haben wir hier? Leichengift. Ach, Mann. Ich soll doch aber die Gehirne... So. Da hinten sind noch welche. Oh. Kopf eines ertrunkenen Toten. Bam. Hier am Arsch, Junge. Das Ungeheuer. Das ist was? What? Wieso? Ich muss die Trophäe zum königlichen Jägersmann bringen und die Belohnung entge... Ach so. Ah. Okay, ah, cool, cool, cool. Dann haben wir das auch geschafft. Aber irgendwie, keiner von denen lässt mal ein Gehirn droppen. Die haben wohl keins. Ich glaube, Tatsache, die haben keins. So. So. Na gut, aber zumindest haben wir wieder ein paar geschnetzelt. Können zum Jägers... Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ach, stimmt, ich muss... Oh, fuck, wo war... Moment, ich kann hier in die Mühle rein. Abgeschlossen. Verdammt. Für wo war denn der nochmal? Wird man das zufällig hier dann markiert? Ne, wahrscheinlich nicht. Lagerfeuer. Super, warum ist denn das Lagerfeuer weiß? Ich bin etwas verwirrt. Warte mal, war der nicht hier in der Raststätte? Der Jägersmann, der war doch auch hier irgendwo in der Nähe, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ehrlich gesagt. So, da hinten haben wir auch nochmal ein paar Gegner. Ne, haben wir doch nicht. Ich dachte nur. Aber wir haben Katze, stimmt. Damit können wir natürlich auch in die Gruft dann reingehen. Das werden wir aber wohl in der Folge... weiß ich gar nicht, ob wir das schaffen. Ich denke nicht. Sehen wir es mal realistisch. Ich muss dafür nämlich an die andere Seite der Map und vorher will ich noch ein paar Quests wenigstens abgeben. Es wird schwer auf jeden Fall. Ach, da kommt schon wieder so ein Vieh an. Komm her, krieg's auf die Fresse. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Bam, bam.
Unglaublich. Immer diese Tiere, die einen angreifen. Boah, wir kriegen so viele Schädel, das ist unglaublich, echt. Mann, ey. Werdet ihr jetzt schon wieder angegriffen? Nö. Dann ist gut. Dann muss ich euch nämlich auch gar nicht helfen. Das finde ich super. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, stimmt. Zur Raststätte zurück. Ich glaube, da ist dieser Leuwarden. Oder? Ich glaube ja. Den habe ich doch ganz am Anfang gesehen. Und den Jägersmann, den muss ich aufsuchen. Aber das kann ich nur am Tag machen. Das heißt, ich brauche eine Feuerstätte. Aber ich glaube, da ist ein tollwütiger Hund. Das heißt, es könnte wieder von einem Bargäst angegriffen werden. Eventuell. Scheint aber nicht so. Da ist ein Reisender, der nachts noch unterwegs ist. Das ist schon mal ziemlich suspekt. Wohl eher ein Trunkenbold als ein Reisender. Hallo? Die eine Bank, die noch im Zwergenbesitz ist, schließt zweifellos sehr bald. Aha, aha, aha. Mhm. Oho. Da ist noch ein paar Gäste. Ich glaube, ich muss da den... Ach stimmt, wir sollen ja mit der Hexe reden. Ich vergaß. So, weggeschnetzelt, du. Ich werde mir sparen. Los. Drecksvieh. Stimmt, wo ist denn Abigails Haus? Das ist doch auch hier in der Nähe. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ich glaube nämlich, da war dieser eine Typ. Da gibt es, glaube ich, sogar Lagerfeuer. Da kann ich dann schnell mal Tag machen. Ach, da kommt doch bestimmt schon wieder so ein kleiner... Laber, was hast du denn? Bam, Junge. Und bam. Und bums. Und zapp, zerapp. Und zippelizupp. Und schnetzel die Schnitz. Und rubbel die Katz. Nein, es hat auch noch gereicht. Verdammt. Und zapp. Fertig, Junge. Fertig. So sieht's aus. Fertig. Warum greifen mich hier Ghule an? Was ist hier los? Monstrosität, der Nymphe. Gut. Dann wollen wir mal kurz hier in die City, wollte ich schon sagen. In das kleine Dorf. In das Village. Wo haben wir denn hier ein Lagerfeuer? Gib mir mal ein Lagerfeuer. Gib mir mal ein Lagerfeuer. Da hinten ist eine Feuerstelle. Wir machen es mal eben Tag. Also ich hoffe zumindest, dass er da ist. Ey. Sonst ist das blöd. So. Okay. Bis zum Mittag? Ja, ja, komm. Machen wir bis zum Mittag 10 Stunden, dann können wir uns ein bisschen... ausruhen, wollte ich sagen. Und da habe ich gerade ein Update bekommen. Dafür muss natürlich unbedingt das Spiel minimiert werden. Kacktes Sticky Password. So. Meine Güte. Das ist doch doof. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die richtig auch beendet wurde, die Aufnahme, sonst habe ich ein Problem. Das ist nämlich kaputt. Dann seht ihr jetzt nur das und dann bin ich traurig. Egal, wir gehen erstmal hier ins Gasthaus und häufen das Leuwarden da ist. Und na, schauen wir mal, ne? Ach stimmt, für diesen Kalkstein sollten wir auch irgendwas machen. Wer ist denn Wessner Hut? Wessner Hut! Seid gegrüßt, Hübscher. Hallo, ihr seht müde aus. Mehr oder weniger Hübscher. Wartet. Habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Korrekt. Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach, egal. Was kann ich euch bringen? Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Ich auch. Und jetzt arbeite ich. Komm, wir machen mal das hier. Das ist zwar jetzt nicht eine Augenweide, aber mein Gott. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Erstmal nicht. Ach, sie will nicht. Bis später. Dann entgeht ihr was. Na gut, reden wir mit Leuwarden. Neuigkeiten? Dies sind die sterblichen Überreste eures Freundes. Was war die Todesursache? Echinopse. Das sagt mir nichts.
Aber ich hoffe, dass ihr unsere Abmachung einhaltet und den Toten begrabt. Aber die Abmachung lautete... Wir waren uns einig. Ein anständiges Begräbnis oder ich zahle nicht. Was meint ihr mit anständig? In Ermangelung von etwas Besserem muss die Gruft unter der Kirche des Geistlichen genügen. Na toll, ey. Man, jetzt muss ich zum Geistlichen und ihn irgendwie darum bitten, dass wir da jemanden begraben dürfen, oder wie? Ist ja Hammer. Nur Stress. Warum müssen die Quests teilweise immer so kompliziert sein? Kann man nicht einfach sagen, so, ja, du hast gefunden, dankeschön, tschüss. Hier hast du deine 5 Millionen Goldstücke. Nö, das geht natürlich nicht. Naja, egal. Guten Morgen. Verflucht, ich hab Durst. Ja, ich hab schon mal gesagt, dann trink was. Wir gehen jetzt erstmal zu Abigail. Und dann könnten wir eigentlich uns auch tatsächlich auf zur Gruft machen. Würde ich mal fast sogar behaupten. Ja, eigentlich schon. Moment, wo ist denn ihr Haus? Ihr Haus ist hier. Dann wollen wir doch mal mit ihr reden über die Bargäste. Was wollt ihr? Dich. Nein. So. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Tatsächlich. Und wer soll das sein? Der Knabe Alvin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Linksklick auf bestimmte Pflanzen, um Kräuter zu sammeln. Tipp, die Kräuterkunde in der Gruppe Intelligenz ist erforderlich, um Kräuter zu sammeln. Ihr müsst Wissen über die entsprechende Pflanze besitzen, das ihr in Büchern finden könnt. Ihr könnt Kräuter auch von Kräuterkundlern kaufen. Okay, dann denke ich mal... Was wollt ihr? Ich werde es wohl kaufen müssen. Ich habe ja nicht so eine große Wahl gerade. Buch, Sumpfungeheuer über Feldpflanzen. Dann wollen wir das doch mal kaufen. Für 200 so viel Geld habe ich leider nicht. Das ist jetzt doof. Super. Okay, damn. Das Geist und die Erlaubnis bitten, den Leichnam der Kapelle. Ja. Machen wir später. 5 weiße Myrten. So, Quest auf Karte verfolgen. Zack. Dahin. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Gar keine Probleme. Stimmt, ich kann das ja auch so verfolgen. Boah, jetzt muss ich ja auch noch was über Pflanzen lernen. Ich raste aus. Tja, was man nicht alles für Quests macht. Oh, Moment, wo ist der Jägersmann? Was? Ach, ein Knabe. Ein Knabe? Moment. Der Jägersmann ist doch auch irgendwo hier gewesen, oder? Aber egal. Der ist jetzt gerade uninteressant. Wir müssen Pflanzen suchen. Vielleicht kann er uns die auch verkaufen. Das wäre natürlich optimal. Mal auf die Tür hier. Das Leben in der Armee. Wo ist der Kräuterkundler? Soll ich hier rein? Ich vermute, ich soll hier rein. Dann werde ich das auch mal tun. Ich bin schon wieder da. Hallo. Ist der Kräuterkundler hier? Oder irgendwer? Oder irgendwas? Oder irgendwie? Irgendwo? Olaf, Soltan, Shani. Was willst du von mir? Reden wir mal mit ihm. Vielleicht hat er irgendwie sowas auf Lager. Ich glaub's ja fast nicht. Was kann ich? Mich aufbewahren lassen. Den Zimmer. Es wird nix. Vielleicht der gute Kalkstein. Was? Ihr braucht. Ach. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Noch nicht. Ich komme wieder zu euch, wenn ich welches habe.
Ich brauche das Blut für meine Studien. Macht schnell! So siehst du auch schon aus, ey. Dieser Ort stinkt. Vielleicht Shani? Vielleicht hat die sowas? Wolltet ihr? Nee. What the fuck? Wieso führst du mich hier hin? Sprechen. Hier ist wieder Vesna. Gut! Was kann. Mal gucken. Hast du irgendwas Schönes für mich? Nö. Nö, anscheinend. Die wird aber sowas nicht haben, oder? Nein, hat sie nicht. Das habe ich mir doch schon gedacht. Was ist denn mit Neuwaden? Feuerstein, Rose, Gänseblümchen. Tja. Das bringt mir gar nichts, das ist voll doof. Und warum führt mich denn die Questmarkierung hier hin? Das ist total dämlich. Ich muss den Kräuterkundigen finden. Der hat sowas bestimmt im Inventar. Zwergenschwindreisender Söldner, blub, 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 blub. Da! Da ist der Kräuterkundler. Hallo. Hallo. Was? Mal gucken, ob er was für mich hat. Haha. Alle fünf. Dankeschön. So, jetzt können wir nämlich zur Hexe zurück. Und, ihr ihren Scheiß geben und dann wissen wir Bescheid. Dann können wir, glaube ich, auch die Bestie ein für alle Mal besiegen. Und dann können wir irgendwann mal zur Gruft gehen. Ich bin ja eh eher so jemand, der dann wirklich eine Quest auch erledigt, bevor eine neue anfängt. Außer natürlich, es liegt auf dem Weg und das hat was miteinander zu tun. Wo war denn der Jägersmann jetzt eigentlich? War der nicht... Ah, da hinten. Nice. Dann gebe ich nämlich die Quest mal eben ab. Tja, dann setz dich hin. Unverzeihlich. Was soll ich dazu sagen? Seid gegrüßt. Hallöchen. So. Bam, ich habe den Kopf des Ungeheuers vom Seeufer. Wirklich beeindruckend für einen Ertrunkenen. Sieht sogar aus wie... Heilige Melitele. Ein ertrunkener Toter. Der bringt euch 200 Orens. Macht's gut. So, Quest. Abgeschlossen. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Meine Beine tun weh. Ja, setz dich hin. Halt die Fresse. Ich bin ein Salamander. Ich will keine Wache sein. Ich auch nicht. Was hast du gesagt? Wir lieber Kehle aufschlitzen. Wie wär's mit... Lehrt mich das Beste Töten. Kommt dich holen. Was sind das ich für Kinder? Auch so ein Schwert. Jetzt mal ohne Spaß, wo ey. Ist meine Katze? Ich spiele dem Zwergenschmied einen Streich und piss ihm in den Blase. Ja, mach mal. Da freut er sich bestimmt drüber. Ich spiele ihm einen Streich und piss ihn in den Blasebalg. So sieht's aus. Okay. Da sind wir. Die Kinder sind echt ein bisschen crank, wa? Lehrt mich das Töten. So, hier. Ich hab dein Zeug. Was wollt ihr? Ja. Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Gesammelt, ausgezeichnet. Natürlich. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Boah, ey, machst du auch irgendwas? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links. Ah, du willst mich doch verarschen. Und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Kommt später wieder, ich habe zu tun. Ja, was heißt denn, ich soll eine Weile nicht herkommen? Unerhört ist das. Unerhört. Kann ich hier schlafen?
Kommt später wieder, ich hab's zu tun. Ach Mann, lass mich doch mit dir schlafen. Nicht mit dir schlafen, lass mich doch hier schlafen, so. Also meinetwegen auch mit dir, wenn's sein muss. Hier gibt's keine Feuerstelle, das ist blöd. Das ist doof. Und zwar sehr doof. Also würde ich mal einfach sagen, unser nächster Punkt auf der Tagesordnung ist die Gruft. Wieder auf dem richtigen Dampfer? Nein, sind wir nicht. Ich muss da lang. Denn dort können wir jetzt dank dem Trank Katze die Ghule töten. Und vielleicht auch ein bisschen Ghoulblut einsammeln. Das wäre natürlich extrem nice, obwohl ich noch nicht mal das Gehirn eines Ertrunkenen habe. Ich weiß doch gar nicht, wie man das... Da muss man bestimmt irgendeinen Skill haben für. Sonst wird das nichts, befürchte ich. Aber ich denke, das werden wir ja noch wohl hinkriegen. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Und so. Ich laufe jetzt erstmal hier hin. Oder, ach schon, das sind... Ach, hier könnten... Ja, egal, komm. Wir gehen in die Gruft dann rein. Allerdings nicht mehr jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, Leute!